Guten Tag, ich heiße Felix Peter und ich bin heute Ihr Notfallsanitäter. Der Notarzt kommt eine halbe Stunde später und bis dahin unterhalten wir uns nett hier am Bett. So beginnen die ersten Zeilen des Songs von Notfallsanitäter Felix Peter Hähne, der für sich eine passendere Berufsbezeichnung gefunden hat. Hören Sie mal. Ich bin Krankenwagen-Belademeister. Ja, das ist mein Beruf, so heißt er. Bissig und ironisch. Der 26-Jährige macht in den sozialen Medien auf ein Problem aufmerksam, das ohne Ukulele gleich viel ernster klingt. Wir kommen heutzutage häufig in Situationen, in denen wir Medikamente geben müssten, die wir auch in unserer Ausbildung gelernt haben anzuwenden. Wir dürfen sie aber nicht geben aufgrund rechtlicher Grauzonen bzw. rechtlicher Grenzen. Denn nach aktueller Gesetzeslage darf ein Notfallsanitäter nicht eigenverantwortlich medizinisch tätig sein. Dieses Recht ist grundsätzlich Ärzten vorbehalten und deshalb heißt es oft: Ja, tut mir leid, vor Ihnen steht Felix Peter, nicht Dr. Schmidt. Ich bin nur Notfallsanitäter. Der weiße Engel kommt eine halbe Stunde später und bis dahin unterhalten wir uns nett hier am Bett. Wir dürfen keine Medikamente geben, wir dürfen keine Zugänge legen, keine Spritzen geben sozusagen. In der Praxis heißt das, Notfallsanitäter dürfen auch keine Schmerzmittel verabreichen, zum Leid der Patienten. Es gab zum Beispiel eine Situation in der Vergangenheit, einen Einsatz, da hat sich ein Patient das Bein gebrochen und der Patient ließ sich nicht transportieren, weil er dermaßen Schmerzen hatte. Wir konnten vor Ort keine Schmerzmittel geben. Hier mussten wir auf einen Notarzt warten und der Notarzt war in diesem Falle wirklich eine Viertelstunde ungefähr später am Einsatzort. Das mag erstmal wenig klingen, aber für den Patienten, der draußen im Freien liegt, starke Schmerzen hat, für den ist das eine gefühlte Ewigkeit. Würd Ihnen die Schmerzen ja gern nehmen, da kann ich Sie verstehen, doch dafür lande ich vor Gericht. Und das ist nicht einmal übertrieben. Denn wenn ein Notfallsanitäter bis zum Eintreffen des Notarztes eigenverantwortlich medizinisch tätig wird, macht er sich strafbar. So steht's im Gesetz. Andererseits ist er bei einem sogenannten Notstand sogar verpflichtet zu handeln, auch ohne Arzt. Ein Widerspruch, der zu Unsicherheit führt. Wir Notfallsanitäter sind immer in einem Dilemma zwischen der moralischen Frage und der rechtlichen Frage. Das Video, das ursprünglich nur als Scherz für die Kollegen gedacht war, wurde mittlerweile über 180.000 Mal angeguckt. Und es gibt viel Zustimmung. Du bist mein Held, wie recht du hast. Legendär, wenn es nicht so traurig wäre. Respekt, Kollege. Sehr gut gemacht und absolut passend den Nagel auf den Kopf getroffen. So wie bisher kann es nicht weitergehen. Ich wünsche mir, dass es zu einer Wertschätzung kommt der Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter. Ich wünsche mir diese Wertschätzung seitens der Politik und ich wünsche mir sie aber auch seitens der Ärzte. Denn ansonsten ist dieser Beruf einfach sehr deprimierend. Derzeit wird darüber diskutiert, ob die Gesetzeslage geändert werden soll. Bis dahin singt Felix Hähne stellvertretend für viele Berufskollegen: Ich bin Krankenwagen-Belademeister. Ja, das ist mein Beruf, so heißt er.